Hallo und herzlich willkommen im FS1-Studio zur Sendung zum Thema Zivilcourage. Was ist Zivilcourage eigentlich? Man könnte sagen, es ist der Mut, den Menschen aufbringen, anderen Menschen zu helfen. Da uns Zivilcourage alle betrifft, haben wir die Salzburger Bevölkerung dazu befragt. Was verstehen Sie unter Zivilcourage? Unter Zivilcourage verstehe ich, dass wir Hilfe sofort jemanden in Not. Man soll dort, was notwendig ist, auch was sagen, was Wahrheit ist und nicht einfach der allgemeinen Meinung nachlaufen. Okay. Zivilcourage für mich bedeutet einfach, die Menschen, die Hilfe benötigen und auch haben wollen, einfach zu helfen, sei es einfach nur durch Zuwendung, durch Reden. Es hat viel mit Selbstlosigkeit zu tun, wenn sich Menschen ohne auf eigenen Vorteil zu hoffen, sich für andere einsetzen. Jede Bürgerin und jeder Bürger, wenn er sieht, augenscheinlich, zum Beispiel jetzt in der Linzergasse, dass irgendwas Unrecht ist oder jemandem Unrechtes geschieht, dass er dann was sagt oder einschreitet. Nicht immer nur wegschauen, sondern auch helfen, wenn man kann, wenn man will, wenn man möchte. Ja, dass man öffentlich die Meinung sagen, sich traut, sagen wir mal so, was schwer ist heutzutage. Im Allgemeinen bedeutet Zivilcourage, dass wenn wir sehen, dass etwas passiert, das nicht passieren soll, dass wir das sagen und darüber sprechen. Zivilcourage, ja, Menschen, die was ein Problem haben in irgendeiner gewissen Situation, jetzt sage ich mal, zu helfen, einschreiten, wo man sieht, irgendwas ist nicht in Ordnung. Ja, Zivilcourage ist ein schwerwiegendes Wort. Ich denke, wenn man sich einsetzt für Menschen, für alle. Mehr zu tun, als die Masse bereit ist. Zivilcourage. Ja. Menschen, die höflich sind, die höflich zu uns sind. Ja, Zivilcourage ist auf jeden Fall voll wichtig. Da gibt es immer wieder so Situationen, wo nachher die Leute streiten oder wo es auf einmal so zum Übergriff oder sowas kommt und dann haben wir eigentlich schon das Bedürfnis, manchmal, dass man einschreitet oder dass man irgendwas macht, aber wirklich für da kannst du nachher auch nicht immer. Guck mal, man ist jetzt auch nicht Jesus und du nachher auf einmal liebt euch, so ist es halt dann im Leben auch nicht, aber man gibt sein Bestes. Das Thema Zivilcourage tritt häufig bei uns ins Bewusstsein, wenn wir in den Medien über die tragischen Helden in unserem Alltag erfahren. Wie im Beispiel der Tutsche, die sich selbstlos in einem Fastfood-Restaurant in Deutschland für ihre Mitmenschen einsetzte und dabei ihr Leben gelassen hat. Dass wir aber auch schnell in solche Situationen geraten können, ganz spontan hier vor Ort, zeigt sich am aktuellen Beispiel in der Stadt Salzburg, als am Christkindlmarkt durch das beherzte Eingreifen einer Verkäuferin Schlimmeres verhindert werden konnte. Solche Situationen treten nicht nur in der Anonymität unserer Öffentlichkeit auf, sondern begegnen uns auch in unserem direkten Umfeld. Steht der Ernst, dass du mich nicht zum Essen hören willst? Warum denn? Ja, was auch im Schaden ist, auch. Ja, pass mal drauf, ich war nicht Ekerin, jetzt fangst du ja nur an. Ruhe! Das ist was, fett! Was war denn die Ruhe los? Jetzt zieh dich wieder her! Ah, nein! Au! Ach, was meinst du denn? Da geht's immer so zu. Sind sie überhaupt mit dem Launa rausgekommen? Ja, was heißt immer? Hat er denn nie was dagegen tun? Ecke! Geht er mit uns nichts an? Naja, das sieht wie nicht so. Wenn sie das jeder dachte, dann hat sie nie was ändern. Also ich war froh, wenn man da hilft. Ich bin eigentlich auch wieder geil. Was hätten Sie gemacht? Hätten Sie geklingelt? Es ist sicher auch schwierig, in Gewaltsituationen den Mut aufzubringen, einzugreifen und sich dadurch eventuell auch selbst zu gefährden.
Eine Mitstudentin war schon mal in einer solchen Situation. Michelle hat miterlebt, wie eine Frau auf einem Fest von ihrem Begleiter brutal angegriffen worden ist. Michelle, wie hast du die Situation erlebt? Ich habe in der Situation bemerkt, dass einfach niemand hilft und habe dann feststellen müssen, dass alle wegschauen oder viele wegschauen und sich auch wegdrehen. Und dann habe ich das Gefühl bekommen, ich muss der Frau jetzt unbedingt helfen. Was hast du dann gemacht und wie ist es dir dabei gegangen? Ich bin dann zu der Frau gelaufen und habe gefragt, ob sie Hilfe benötigt. Und dabei hatte ich richtig Angst. Was hättest du heute in der gleichen Situation anders gemacht? Im Nachhinein betrachtet würde ich mich sicherer fühlen, wenn mich jemand in dieser Situation begleiten könnte. Und ich würde mit meinem Handy den Notruf absetzen oder zumindest so tun, als ob ich die Polizei verständigen würde. Danke, Michelle, für das offene Gespräch. Das war jetzt ein Erfahrungsbericht. Um ein breiteres Bild zu bekommen, haben wir die Salzburger Bevölkerung gefragt, welche Erfahrungen sie gemacht haben und wie es ihnen dabei ergangen ist. Durch unsere Recherchearbeit ist zudem die Frage aufgekommen, ob man ein Eingreifen im Sinne von Zivilcourage einer ersten Hilfe gleichsetzen sollte. Sollte man bei Nicht-Eingreifen zur Verantwortung gezogen werden? Sind Sie der Meinung, dass Zivilcourage in der heutigen Gesellschaft an Bedeutung verloren hat? Definitiv ja. Warum? Weil viele zu ängstlich sind und viele Angst haben vor den Folgen natürlich. An Bedeutung vielleicht nicht, aber es will sich niemand mehr die Hände schmutzig machen. Wenn man wo sieht, dass jemand belästigt wird, dass man einfach oftmals, also habe ich schon oft erlebt, dass Leute wegschauen. Und das unangenehm ist, wenn man sich dann als Frau vor allem einmischen muss. Teilweise schon, weil gerade wenn man die Nachrichten schaut und man sieht einfach, was bei den U-Bahnen in München zum Beispiel passiert, wo keiner hilft oder alle einfach nur zuschauen, denke ich halt schon, dass ein Teil der Zivilcourage verloren gegangen ist. Auf alle Fälle ja. Das ist meine Meinung, ja. Warum glauben Sie das? Weil der Hauptteil heute hier der Menschheit an sich denkt. Ich glaube, dass durch die momentane Situation, auch was die Flüchtlingssituation betrifft, also jetzt ist, wir leben in einer Zeit, wo es wieder mal ums Eingemachte geht. Und in so einer Zeit, glaube ich, steigt eher wieder die Zivilcourage. Hoffe ich zumindest. Und es gibt viele Beispiele, die das auch bestätigen. Sind Sie der Meinung, dass man bei Nicht-Einschreiten zur Verantwortung gezogen werden sollte? Überall, glaube ich, würde ich mir auch nicht trauen, dass ich einschreite. Das ist jetzt sehr differenziert zu sehen. Was ist Nicht-Einschreiten heißt, wenn ich mich völlig passiv verhalte, obwohl ich weiß, da passiert was, dann würde ich schon dazu bereit sein zu sagen, okay, da muss jemand zur Verantwortung gezogen werden. Ich kann ja aktiv eingreifen oder passiv eingreifen. Ja. Man muss nicht unbedingt immer den Helden spielen, aber man kann ja Polizei rufen, jemand verständigen und so weiter, damit der Nachschau gehalten wird. Wir haben ja das Thema, wenn Unfälle passieren, dass die Autofahrer gerne vorbeifahren. Ich glaube, das wird schon geahndet. Wenn es nachweislich wirklich diese Angriffe oder Übergriffe stattgefunden haben, würde ich es vielleicht schon ahnden, wenn man wegschaut. Okay. Absolut, ja. Ja, ja, ja. Ja, auf alle Fälle, finde ich. Weil ich glaube, wenn man selber in einer Situation ist, wo man ja, aussichtslos ist, dass man jetzt einen selber sich da befreit oder hilft, glaube ich, ist jeder froh, wenn irgendwer kommt und sagt, schau her, jetzt bin ich da für dich, das machen wir gemeinsam, oder? Ich glaube, ja. Das Sinn macht dann das Umfeld mit in die Konsequenz, also in die Strafe zu nehmen. Ich nenne es jetzt Strafe, also in die Konsequenz. Aber ich denke mal, Aufklärung, wo dann jemand an die Tür klopft, zum Beispiel Sozialarbeiter bei den Nachbarn und sagen, sie müssten das gehört haben oder wir können davon ausgehen, dass sie das gehört haben. Heute die, also so ein bisschen aufsuchend, heute die durchaus für interessante Idee. Ich glaube, es kommt auf den Menschentyp an. Nicht? Also wenn man sieht, man ist selbst ein bisschen gehandicapt dann, oder auch gedanklich irgendwie nicht bei der Sache, es ist schon eine relativ bedenkenswerte Sache einzuschreiten oder auch irgendwie mit Taten das Ganze zu verbinden. Es kommt auf die Situation drauf an. Zum Beispiel? Also bevor ich mein Leben riskieren würde, das muss man sich zweimal überlegen, ob ich jetzt eingreife oder nicht. Nein, ich glaube, das würde zu weit gehen.
Das kommt immer auf die verschiedenen Fälle drauf an. Also bei allen glaube ich nicht. Weil manche Leute haben einfach Angst und trauen sich nicht und die kann man dann nicht dafür verurteilen. Wir haben jetzt eine Vielfalt an Beiträgen gesehen, für die wir uns bei allen Beteiligten recht herzlich bedanken möchten. Wir sollten uns ins Bewusstsein rufen, dass wir alle in solche Situationen geraten können, in denen wir Selbsthilfe brauchen.